Du bist so blöd. Ja, was soll ich denn? Musti! Theo, wir bei der Lodge! Musti, komm! Nein, muss einfach hin! Ja. Wo kommen wir überhaupt her? Ja, was soll ich denn? Ja, Theo! Sag doch mal, wer du bist. Achso, ja. Ey, du musst jetzt mal ausmachen. Ey, Mustafa! Ja, warte, das ist eigentlich. Ich kann hier in der Kamera reden, ey. Guck mich an, erzähl einfach. Ich kann das nicht. Guck mich an, guck mich an, guck mich an. Geht doch nicht. Oh, bist du Musti? Ja, Musti. Ja, auf, auf, auf. Ja, komm. Mustafa. Ja, also ich ganz persönlich gesagt, finde ich also nicht gut, wenn ich zum Beispiel durch die Stadt gehe und mir wird hinterhergerufen, du scheiß Deutsch. Also es sind ja eigentlich immer nur die Generationen, die jungen Generationen so. So Leute, die schon 10, 15 Jahre hier sind, ist alles klar. Aber deren Kinder zum Teil, die sind die Schlimmen, die immer sagen, scheiß Deutsche. Und die können auch von mir aus wieder nach Hause gehen. Ich habe jetzt schon 5 gefragt oder so. Und die haben immer gesagt, wir werden abgestochen von Nazis. Und die nennen uns auch Nazis, aber wir sind keine Nazis. Wir haben vielleicht was dagegen, weil wir immer angemacht werden von denen. Aber weiß ich nicht. Persönlich nicht. Ich heiße Sandra, bin 17 Jahre alt und ich habe grundsätzlich nur was gegen Asylanten, größtenteils, weil das ist ein Witz, also was die alles im Hintern gestopft kriegen und so, die leben vom Sozialamt, kriegen Wohnungen zugestellt, Möbel und all was sie brauchen und wir können gucken, wo wir bleiben. Also wir Deutschen müssen echt kämpfen für eine Wohnung. Also, ja, ich meine, ich kann auch eine Geschichte erzählen, mein kleiner Bruder ist mal am Spielplatz gegangen. Und da kam er hinterher mit einer blutigen Nase nach Hause und erzählt, was los gewesen war. Weil eben halt die Asylanten ihn eine Kiste gehauen haben, weil er ein Deutscher ist. Auto. Ja. Der Autodiebstahl. Wir haben ein Asylantenheim direkt vor uns, also vor unserem Haus. Und da ist also chaotische Zustände. Also die Kleinen, die springen auf die Autos rum, wo die Erwachsenen davon dabei stehen und sagen nichts. Oder ein kleiner Junge pinkelt aus dem Fenster raus. Und wenn einer von uns Deutsch nass machen würde, so ein kleines Kind, gibt es direkt eine Anzeige für, was weiß ich, Umweltverschmutzung oder so. Das ist meistens so. Also, ja, du. Ja, und ich bin die Dani, bin 17 Jahre alt, schließe mich der Meinung von allen Leuten hier an. Und also von mir ist auch bekannt, dass ich eine rechtsradikale Meinung und Einstellung habe. Und mir ist es also schon passiert, dass ich morgens aus der Haustür gehe und von Ausländern weggespult werde, halt, weil ich diese Einstellung habe. Und das ist, ich finde, das ist eine Sache, die finde ich nicht okay, weil wir wollen die Leute nicht anpacken. Und ich finde, dass die Leute das mit uns auch nicht machen sollten. Ich bin der Freund von dem Mädchen hier. Und es sieht so aus, dass wir Deutsche uns nicht das trauen dürfen, was die Ausländer sich doch trauen, hier in Deutschland. Wir dürfen nicht breitarmig durch die Gegend rennen. Wir dürfen nicht ausländische Mädchen anfassen. Nicht mit denen flirten und alles Mögliche. Die dürfen es. Die dürfen uns verhauen, deshalb, weil sonst irgendwas, weil halt diese Flirterei ist oder sonst irgendwas. Und wir wehren uns nur gegen diejenigen, die uns irgendwie angreifen wollen. Wir wollen uns nicht wehren gegen diejenigen, die friedlich mit uns leben wollen. Mit denen leben wir auch friedlich. Genauso wie dieser Marokkaner, der sich gerade nicht vor der Kamera aussprechen wollte. Das ist der Mustafa, mit dem verstehen wir uns super. Das ist hier der Alessandro. Mit dem verstehen wir uns auch super. Und wir wollen halt einfach, ganz einfach unsere Ruhe haben. Wir wollen unseren Spaß haben. Und wenn andere uns angreifen, dann wehren wir uns dagegen. Und wenn das jedes Mal vor der deutschen Presse als Rechtsradikalismus bezeichnet wird, dass wir uns ein bisschen wehren, dann ist das doch eine Gemeinheit gegenüber uns Jugendliche, die einfach sich mal ein bisschen dagegen wehren. Dann heißt es so sieht's einfach aus. So dann heißt es, wir, so sind die, wir sind die Nazis von morgen. Ja, genau. Wir sind die anders. Nazis von morgen. Ja. Wir werden hochgepöbelt. Und so, weißt du, das heißt in jeder Presse egal. Deutschland, Scheißland. Oder? Neonazis, Recht und Himmel, Herrgott, was da alles passiert. Ey, ich bezeichne mich als so. Faschist, aber kein Nazi. Wir wollen den Leuten nichts. Das sind genauso Leute wie du und ich. Wollen wir? Wir wollen friedlich mit den Leuten leben.
Solange solche Vögel herkommen und sagen, hier, wir sind Neonazis und die sind, tun Asylantenheime anstecken und so, da wo Menschen draufgehen, Frauen und so, Kinder, aber dafür habe ich kein Verständnis mehr. Haben wir alle kein Verständnis? Ich bin selber, wie gesagt, ich bin selber Familienvater, ich tue meine Frau verteidigen und so, Himmelherrgott nochmal, aber das bringt doch nicht, was haben denn die Leute davon? Die werden geschnappt, werden in die Kiste gesteckt und fertig. Was haben die Leute davon? Gar nicht. Die denken anders. Ja, die denken anders. Dann sollen sie mal ein bisschen... Ich meine, das kann auch keiner von uns entschuldigen. Ja. Das, was in Mölln und Rostock passiert ist mit den Asylantenheimen, also das wird keiner von uns machen, weil da unschuldige Menschen drin sind, die also wirklich nichts dafür können. Aber ich finde, also der eigentliche Punkt mit den ganzen Ausländern, die hier rüberkommen, der muss endlich mal von den Politikern geregelt werden. Was ich sagen wollte, was auch ist zum Beispiel, der Ausländerhass besteht auch meistens aus, weil man hat Angst vor dem Fremden, so, ne? Angst vor dem Fremden und Politiker, die meinen, was weiß ich, ja okay, was passiert, wenn wir die Ausländer rausschmeißen? Bricht unsere Wirtschaft zusammen, oder? Dann bricht unsere Wirtschaft zusammen. So, auch wenn wir jetzt die rauswerfen, die Asylanten, wenn wir die jetzt auch noch rauswerfen, dann gibt es noch mehr Probleme. Da stand auch eine Zeitung groß drin. Das? Die Landen gehören nach Hause. Nicht nur das. Ach, die gehören nach Hause. Sag mal, es ist Feierabend. Was im Laternchen passiert ist, was sagen? Ihr habt doch was gehört. Nein. Was? Wozu? Geht nicht. Ja, ein Mordlaternchen. Geht nicht. Warum ist das denn Mord passiert? Im Laternchen weil der Wirt nicht gesagt hat, das ist ein Jude. Können wir uns überhaupt nicht drüber einkommen. Haben wir mit nichts mit zu tun. Ja, dann habe ich mal eine Frage an Sie. Aber das sind Freunde von Ihnen. Was würden Sie denken, wenn auf Wänden steht, zum Beispiel jetzt für Sie Franzosen oder Italiener, Franzosen raus aus Frankreich oder Italiener raus aus Italien oder Sie werden angeschrien von Ausländern, Deutsche raus, Deutschland gehört Türkei oder Stadtteile gehören zum Beispiel wie Schwarzbach gehört uns, ihr Deutschen werdet es niemals wiederkriegen und so Scherze. Wer hat denn gesagt, dass dieser Mann, der totgebrannt oder totgeschlagen wurde, Jude war? Wie kam das denn dazu? Das war überhaupt kein Jude. Das kam daher, weil der Wirt das angeblich gesagt hat. Ja, der Wirt soll das gesagt haben, aber das ist Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn, das ist gelogen gewesen. Das ist eine Aufstichelei, als würde ich zu dem sagen, der ist ein Penner oder so. Das ist genauso, wie ich sagte. Das Thema Laternchen. Das Thema Laternchen. Da schwimmen wir gar nicht drüber. Da haben wir nichts mit zu tun, da reden wir nicht drüber. So, fertig. Weil wir werden dann hinterher im Dreck getreten. Aber mit ihm habe ich auch schon eine lustige Sache erlebt. Da war Deutsche, zum Beispiel Freunde von mir, ist ein Reenie Girl. Reenie Girl ist ein Skinhead Girl. Und wir waren auf dem Kirmes und wollten unsere Ruhe haben. Und da muss einer von meinen Kumpels aus Versehen jemand angerempelt haben. Und dann sind die zu mir gekommen, weil ich so ähnlich aussehe. Ich habe zwar keine Glatze, aber Flat, das sieht man ungefähr so, ne? So. Und dann, was ist los gewesen? Auf einmal die ganze Kirmes. Ich sag mindestens 50 bis 60 Ausländer. Kamen auf mich zu und wollten mich, kannst du sagen, lynchen, wollten mich kaputt schlagen. Ohne Grund. Nur weil sie vermutet hatten, weil ich jemand angerempelt haben soll. Und das war ein Italiener. Ja. Dann stehen wir und dann kommt ein Italiener zu und sag ich, ey, Alter, scheiß Nazi und so, was willst du überhaupt? Ich hau dir die Fresse ein. Sag ich, hör mal zu, was willst du von mir? Du als Italiener, ich hab auch einen italienischen Freund, kannst du mit dem labern. Dann kommt er zu denen hin, was hat er gemacht? Ja, meinte er zu mir, was bist du für ein scheiß Italiener, der mit Deutschen rumhängt, ne? Ich bin ganz normal Italiener, ne? Ja, was bist du für einer, ne? Meinte, ja, ich bin Faschist, was willst du denn, ne? So, Faschist, ja. Und dann hält er mir voll die Knarre am Kopf. Also ich fasse überhaupt nicht, von meinem eigenen Landsmann. Das Wichtigste auch gegen Mafia und so. Ach, die Mafia, die wird sowieso bald verrecken. Alessandro, puoi spiegare che cosa vuol dire Faschismo per te? Faschismo? In tedesco? Also für mich Faschismus heißt in der Zeit, wo Mussolini da wäre, gäbe es diese Scheiße nicht. Also zum Beispiel hier hat die, wie soll ich sagen, die Amerikaner, was wollen die denn? Die reißen das Maul auf, als ob die... Die haben doch Kuckucksklan. Was haben die denn da? Sind doch selber Faschisten. Kuckucksklan. Was heißt denn Faschismus für dich? Was das heißt? Was heißt das? Faschismus heißt Gewalt. Ja, nicht nur, ja, Gewalt. Nicht nur Gewalt. Weißt du, nicht das nur sind, Gewalt. Weißt du, heutzutage ist das auch verändert geworden. Ja. Warte mal, das ist heute verändert geworden, bei uns zum Beispiel. Genau. Bei Faschismus, wenn man jetzt in Lexikon reinguckt und dann fragt irgendjemand hier,
ja, warum du Faschist bist. Dann sagt die, ja, pass auf, für mich hängt das zusammen mit Ausländerfeindlichkeit. Damit hängt das zusammen irgendwie, was heißt Rassenhass? Rassenhass, ja, Rassismus, aber nicht so stark Rassismus. So. Sonst würde ich auch nicht mit denen reden, ne? Also ich kann nicht sagen, ich bin Nazi und Rassist. Dann könnte ich auch nicht mit denen reden, ne? Ich wollte gegen die Mette, dann ja, ich bin, hier ich bin halt nur, wer Gewalt haben will, dann wird bei mir Kumpel mit Gewalt geantwortet. Also so als Landnheim oder so. Ich bin eigentlich ganz gut gegen Gewalt. Ich will meine Ruhe haben. Genau. Auch wenn die meinen, Randale machen zu müssen. Und wenn die meinen, sie können mit uns nicht reden und die meinen, uns auf uns nicht zu hören, was ist das denn für ein Rechtsstaat? Das ist überhaupt kein Rechtsstaat.